Hallo ihr Lieben, heute gibt es wieder ein Food-Haul von mir. Und zwar war ich gerade wieder beim Kaufland einkaufen und ich zeige euch einfach wieder, was ich alles so eingekauft habe für unseren 4-Personen-Haushalt. Da kam einmal die Maggi-Terrinen mit, die, also alles gerade von Maggi ist gerade 33% reduziert. Falls ihr mich noch nicht kennt, ich mache die Videos immer ganz aktuell, also sprich, ihr könnt jetzt zum Kaufland fahren und ihr kriegt die Angebote. Ich kaufe immer nach Angeboten ein, deswegen lade ich es auch immer gleich. Also heute ist Donnerstag, heute hat genau die Angebotswoche beim Kaufland angefangen. Also alles, was ich euch zeige, alles, was im Angebot ist, kriegt ihr jetzt momentan auch im Angebot eine Woche lang. Nur damit ihr Bescheid weißt. Also ich versuche immer, das ganz aktuell zu halten, damit, falls ihr sagt, oh, das kaufe ich auch immer, das will ich auch im Angebot kaufen, dass ihr das nachkaufen könnt. Nur mal so als kurze Info. Also die Woche ist 33% alles von Maggi im Angebot von Maggi. Von Maggi bei Kaufland. so hat das nur noch 66 Cent gekostet und da kamen auch mehrere mit. Einmal das hier, ein Hühnernudeltopf. Energy Drink ist auch im Angebot für 22 Cent. Kostet normal 25 Cent, aber naja, 3 Cent Ersparnis. Kam, glaube ich, 4 Stück mit. Ja, nochmal eins. Der Nescafé, den trinkt mein Mann immer und ich auch ab und zu mit ganz, ganz viel Milch. Ist auch gerade im Angebot für 4,79 und dann ist sogar noch 20% mehr drin. Was will man mehr? Kostet normalerweise 6,99 €, also finde ich schon, dass sich das lohnt, im Angebot zu kaufen. Die Care Garden oder Care Garden Butter gesalzen kam auch mit, weil sie auch im Angebot ist, für 1,29 €. Bananen kamen mit für 1,09 € das Kilo. Ein Sackerl Kartoffeln kam mit, weil wir Kartoffeln einfach lieben und zu vielen Gerichten dazu machen. Deswegen kommen häufig Kartoffeln bei uns mit. Das Sackerl kostet also 2,5 Kilo, 1,89 €. Dann habe ich neu entdeckt bei Kaufland Schokorosinen mit Zartbitterschokolade. Denn sonst habe ich sie immer nur mit Vollmilchschokolade gesehen. Mein Mann mag die voll gern und mag aber sogar lieber Zartbitterschokolade. Deswegen dachte ich mir, ich nehme ihn die mal mit. Vielleicht schmecken ihm die ganz gut. 99 Cent. Es geht weiter mit Maggi, ne? Maggi alles reduziert. Da kamen auch diese Tütensuppen mit, wisst ihr ja, mögen wir ganz gern zwischendrin. 52 Cent die Tüte, nochmal eine Wintersuppe, 52 Cent. Toffifee ist im Angebot für 1,15 €. Müllermilch ist im Angebot, auch da habe ich die Dark Choc gefunden. Dachte ich mir, vielleicht schmeckt ihm das auch sehr gut für 55 Cent. Ups, erst hier. Holen wir erstmal das Körbchen hoch. Dann sind die Milka Weihnachtsmänner im Angebot. Da sind 100 Gramm genau für 1,11 €. Die kamen viermal mit. Die muss ich jetzt vorsichtig hinstellen, wenn ich das zerdetsche. Viermal mit, eben jeweils 1,11 €. Weil ist ja bald Nikolaus. Also einmal für meine zwei Mädels kommt das mit in Stiefel. Und einmal habe ich noch ein Patenkind. Und das Patenkind hat auch einen Bruder. Und deswegen kommt das da auch mit. Weil ich finde immer, man kann ja nicht nur dem Patenkind was schenken und dem Bruder dann nicht. Und das ist traurig. Und deswegen kriegen beide dann dasselbe und das Gleiche. Auch in den Stiefel kommen Ü-Eier mit. Und auch die Ü-Eier sind gerade im Angebot für 49 Cent. Deswegen kamen da auch 4 Stück mit. Also ich momentan nur 3. Der Zott-Sahne-Joghurt ist auch im Angebot, gerade für 33 Cent. Kam diesmal nur einer mit, weil wir noch ein bisschen Joghurt da haben. Und ja, Bananensplit kam mit. Irgendwie hat mich das angelächelt. Ja, hört sich voll lecker an, oder? Bananensplit. Entweder esse ich den oder meine Mädels, aber meine Mädels momentan joghurtmäßig eher weniger. Dafür bin ich irgendwie auf den Geschmack gekommen. Dann kam wieder das Walnussbrot mit. Das war auch wieder runtergesetzt auf 50% günstiger für 64 Cent. Das hatte ich das letzte Mal schon und ich sag's euch, oh, das ist so, so lecker. Walnussfeigenbrot heißt es. Also voll lecker. Also das Brot war sehr schnell weg. dann waren die Müllermilch auf 15 Cent reduziert. Habe ich mir gedacht, nehme ich mal zwei mit. Einmal Joghurt mit der Ecke, Schokoflakes und einmal Gold- und Schoko-Knusperkugelchen. Ja, wie gesagt, wir haben noch ein paar im Kühlschrank, deswegen habe ich da jetzt nicht so übertrieben. Aber für 15 Cent musste ich einfach irgendwie mindestens zwei mitnehmen. Mindestens eins, oder? die Knoblauchriegel kamen wieder mit und ja, wir lieben sie so gern. Und die haben 1,99 € gekostet. Die sind so, so lecker. Ja. Letztes Mal habe ich alle alleine aufgegessen.
Und dann sagt meine Mama, sagt mein Mann so, hattest du nicht Knoppersriegel gekauft? Ich so, ja. Ja, wo sind die? Ich so, in meinem Bauch. Ja, also ich bin echt schlimm. Ich habe eine Schokoladensucht, die ist nicht mehr feierlich. Und deswegen dachte ich, ich kaufe sie nochmal, damit mein Mann auch was davon hat. Und ich versuche mich zurückzuhalten, dass ich nicht alle aufesse. So dass, wenn mein Mann nach ein paar Wochen mal Bock drauf hat, auch mal ein Knoppersriegel abbekommt. geschnetzeltes Züricher Art kam mit, weil ich ein bisschen Fleisch mitgekauft habe. Und dann bin ich nochmal zurück in die Abteilung, um mir irgendwie Inspiration zu holen, was ich überhaupt mit dem Fleisch mache. Ja, deswegen kam so eine Fixtüte für 25 Cent mit. Kann man ja noch selber nachwürzen und so, aber so hat man wenigstens ein bisschen Inspiration, was man mit dem Fleisch macht. Finde ich zumindest. Dann kam einmal Schokohörnchen mit für 99 Cent. Einmal Reiswaffeln, auch für 99 Cent. Gebe ich ganz gerne in die Kindergartenbox meiner Großen mit und die knabbert die dann so einfach so zwischendrin. Dann kam Thüringer Rostbratwurst, war auch auf 50% runtergesetzt, nur noch 50 Cent, zwei Stück. Hab auch frische Semmeln gekauft, dann kann er, mein Mann sich vielleicht eine Bratwurst oder beziehungsweise zwei Bratwurst-Semmeln jetzt zum Mittag machen. Oder für zwischendrin halt. Aber zum Mittagessen eigentlich. Und meine Mädels essen ja beide mittags im Kindergarten, deswegen. Bierwurst kam mit, auch diese ganzen, ja, wie sagt man denn das, so in diesem Tetra-Pack sind reduziert auf 69 Cent und deswegen kam einmal zweimal Bierwurst mit und einmal Leona, genau, jeweils 69 Cent. Ah ja, dann habe ich auch noch ein Euro-Coupon gefunden von Maggi. Das heißt, kaufe so 5 Stück von den Terrinen und erhalte nochmal 1 Euro-Rabatt. Lohnt sich natürlich voll, weil die kosten nur 66 Cent. Also habe ich 5 Stück mitgenommen, werdet ihr im Laufe des Hauls ja sehen. Dann habe ich jetzt, ist meine Salatzeit wieder angebrochen. Also dieses Sucht nach Essig habe ich gerade wieder. Und dann kam diesmal ein Feldsalat mit, der war für 66 Cent auch gerade im Angebot. Und ja, dann schnippe ich mir Feldsalat, Paprika, Tomate, Gurke und alles so zusammen und mit richtig viel Essig. Das kann keiner essen, so wie ich das esse, weil ich habe ja schon viele Suchtverhalten, aber Essig und Schokolade sind so die größten Suchtverhalten. Also wenn ich immer den Salat mache, für mich kann den kein anderer essen, weil der so essighaltig ist. Aber ich liebe das voll. Ja. Dann kamen einmal Putensteaks mit für 91 Cent, waren auch auf 50% runtergesetzt. Ich denke mal, die werde ich einfrieren. Ihr wisst ja, ich friere mein Fleisch total gerne ein. Und wenn es im Angebot ist, nehme ich total gerne mit. Genauso wie kam Geschnetzeltes mit. Ich denke, auch das werde ich einfrieren. Oder ich mache davon irgendwas. Da habe ich jetzt gedacht, geschnetzeltes, Züricher Art, ne? Könnte man ja irgendwie verbinden. Ja, mal schauen. War auch runtergesetzt auf 96 Cent, also die Hälfte nur noch. Dann kam einmal Pistazien mit. Die isst mein Mann total gerne momentan und hat gesagt, ich soll ihm mal wieder Pistazien mitbringen. Kostet der Beutel 3,19 €. Ja, Pistazien haben einen stolzen Preis, aber schmecken schon lecker, ne? Nur ich finde es ein bisschen umständlich, bis man die geknackt hat. Das dauert mir irgendwie ein bisschen zu lang. Wenn ich was snacken will, dann muss es schneller gehen. Ja, aber es sind ja nicht für mich, sondern für meinen Mann 3,19 €. Der Lerdamer-Käse ist im Angebot für 1,11 €. Deswegen kann man gleich zweimal mit. Er ist bis zum 28.01. haltbar, deswegen kann man gut zwei mitnehmen. Und meistens ist er ja innerhalb von 2 Wochen aufgebraucht. Normal. Also ich esse zum Beispiel gerne auf dem Brot Butter, Marmelade und dann eine Scheibe Käse drauf. Voll, voll lecker. Kennt ihr das? Habt ihr das schon mal ausprobiert? Noch ein Ü-Ei, auch für 49 Cent. Ja. Ihr merkt schon, meine Einkäufe sind nicht so gesund, aber vielleicht auch nicht ganz so ungesund. Ich denke mal, so ein richtiger Durchschnittseinkauf, würde ich sagen. Ja, so behaupte ich das jetzt mal. Dann kam einmal Karotten mit für 99 Cent, auch für den Salat und zum Snacken drin. Dann kam das Kastenbrot mit, das Weiße, das war auch am Angebot für 79 Cent. Mag hier jeder gern. Also das schmeckt aber auch voll, voll lecker. Und wenn das schon im Angebot ist, dann ist das so verlockend, dass ich es einfach mitnehmen muss. Beziehungsweise, das ist ja dann runtergesetzt, sondern nicht im Angebot. Oh mein Gott. Hier. Ich habe ein Problem mit dem Kastenbrot hier. Wir hatten heute nicht diese Folientüten. Das ist immer voll blöd, wenn die diese Folientüten nicht haben. Weil in diesen Papiertüten, finde ich, fällt immer alles auseinander. Naja. Dann kam eben noch
ein paar Maggi-Terrinen mit. Einmal diese chinesische, die isst ja mein Mann so gern, diese chinesischen Nudeln. Dann kam einmal Mohrenkopf oder Schokoküsse in dem Fall mit für 1,29 Euro. Und wisst ihr, was ich da jetzt so gerne mag? Ich habe die gesehen im Regal und dachte, boah, cool, das mache ich mir jetzt gleich, wenn ich heimkomme. Und zwar Mohrenkopf-Semmeln. Deswegen kam auch Semmeln mit für pro Semmel 14 Cent. Und die schneide ich auf und dann kommt ein Mohrenkopf rein und dann wird die zusammen gedatscht und es schmeckt so lecker. Das gab es bei uns früher immer in der Schule. Da hat eine Semmel 50 Cent gekostet und ich glaube, ich habe eine Zeit lang jeden Tag mir so eine Semmel geholt. Ja, ist halt dann auch schon ein paar Jährchen her. Aber deswegen, da kamen so Kindheitserinnerungen wieder hoch und dachte ich mir, boah, geil, das mache ich mir heute. Schokobons sind im Angebot für 1,99 Euro und ihr wisst, wenn das im Angebot ist, dann nehme ich das mit, weil das geht immer. Schokobons isst jeder gern. Schallrippchen, heißt das überhaupt Schallrippchen? Ja, Schälrippchen oder so. Waren auch reduziert auf 1,21 Euro. Ich dachte mir, die kann man ja, ist jetzt nicht so viel drin. Wahrscheinlich als kleines Mittagessen für meinen Mann. Schön würzen in den Ofen und dann schmecken die auch voll lecker. So, unsere Mini-Salami-Dinger, da kamen wieder mit. Wie viel nachmache? 49 Cent. Spaghetti Bolognese-Tüte kam mit für 59 Cent, also 33% reduziert. Nochmal so eine, jetzt mit Chili. Terrinen heißen die, ne? Terrinen, 66 Cent. Unsere Kindermilch Bibi Vita kam mit für 3,45. Ich merke schon, jetzt habe ich wieder langsam Platzmangel hier. Dann kam noch eine Müllermilch mit Pistazie-Kokos. Dadurch, dass mein Mann gesagt hat, ich soll ihm Pistazien kaufen und dann habe ich Pistazien-Kokos bei der Müllermilch gelesen, dachte ich mir, okay, muss er ausprobieren, ob das auch ihm schmeckt. Für 55 Cent sind die Müllermilch gerade im Angebot. Dann kam hier viermal Kinderschokolade mit. Warum kam die viermal mit? Weil man da einen Code in der Verpackung hat und sich dann sein eigenes Pixie-Buch machen kann. Mit Name, was steht da? Mit Name, Haarfarbe, Frisur, Hautton und Outfit ist das Männchen dann. Und dann dachte ich mir, ey, das ist voll cool. Ich weiß nicht, ob das dann noch bis zum Nikolaus ankommt. Aber einmal für meine zwei Mädels und einmal von meiner Freundin, das ist mein Patenkind eben, plus den Bruder. Und da dachte ich mir, das kommt doch mega cool an, wenn das so personalisiert ist. Deswegen kamen vier Stück mit und Kinderschokolade esse ich gern. Also. Und für 99 Cent waren die auch noch im Angebot. Also was will man mehr, ne? Ein Buch geschenkt, Schokolade, perfekt. Nochmal eine Tütensuppe für 52 Cent mit Seepferdchen. Einmal Paprikas kam mit, drei Stück, die roten, weil ich nur die roten mag. Ich mag die grüne nicht und die gelbe so lalala. Deswegen dreimal die rote für 1,29. Ich weiß gar nicht, wer die grüne mag. Ich finde, die grüne schmeckt so, ja, so leicht bitter. Also, wer mag die grüne Paprika? Wenn jemand die grüne Paprika mag, schreibt es doch in die Kommentare. Nochmal Crazy Wolf für 22 Cent. Gurke, 69 Cent. Ja, also der Gurkenpreis, ich finde den immer so faszinierend, der schwankt. Letzte Woche noch für 99 Cent, jetzt wieder 69 Cent. Das ist ein Auf und Ab mit den Gurken. Dann nochmal eine Terrine Spaghetti Bolognese diesmal. Da habe ich halt geguckt, dass ich 5 Stück kriege, weil wenn ich schon 1 Euro Rabatt kriege, dann muss ich das natürlich ausnutzen. Geschnetzeltes vom Rind kam mit. Da habe ich mir gedacht, das gibt es heute, das werde ich einkochen. Das kocht dann so, weiß ich, 2 Stunden ungefähr. Dann ist das Fleisch ganz zart, wie beim Gulasch. Und dann ist das so eine richtig leckere Soße. Und ja, dann ist das richtig zart und lecker. Und dann dachte ich mir, Spätzle oder Nudeln dazu. Und dann haben wir nämlich heute schon unser Abendessen. Ja, nochmal eine Terrinensuppe für 52 Cent für Sternchen diesmal. Sächsischer Leberkäse, das habe ich irgendwie so beim Vorbeigehen gelesen und dachte ich mir, ja, irgendwie vielleicht mit so, da habe ich das Bild da mit der Essiggurke gesehen, dachte ich mir, boah, irgendwie sieht das voll lecker aus und deswegen kam sie mit. Waren auch ja eben im Angebot für 69 Cent. Unsere Sonntagsbrötchen nenne ich sie jetzt mal, oder Aufpackbrötchen für 39 Cent kam ich auch wieder mit. Ja, und da habe ich mir gedacht, das und das und dann vielleicht noch würzen und so. Könnte doch lecker werden, ne? Deswegen kam das Gulasch mit. Also wie gesagt, ich habe mir das Fleisch geholt und dann habe ich mir mit dem Fleisch Inspiration bei diesem Tütenregal geholt. Und ich mir dann manchmal denke, was koche ich denn dann damit? Jetzt habe ich Fleisch, aber was mache ich damit? Ja, schlauer Fuchs, ne? Und noch eine Gulasch-Terrine
für 66 Cent. Und dann war, weil ich zweimal Milka-Dinger da gekauft habe, so viermal Milka-Männchen, Nikoläuse, Weihnachtsmänner, wie auch immer, gab es dann noch so, keine Ahnung, Überraschungstüten, dachte mir, da freuen sich die Mädels. Also pro zwei Dinger kommen wir ein Überraschungstüten. Jo. Und dann kann man schon wieder Punkte sammeln beim Kaufland, ne? Habe ich natürlich auch mitgenommen, weil da gibt es Lego. Lego kommt doch immer gut an. Ja, deswegen habe ich die Punkte mitgenommen. Jo. Für den gesamten Einkauf habe ich 59,37 € gezahlt. Was mich jetzt auch mal interessieren würde, wo geht ihr immer einkaufen? Schreibt mir das doch mal unten in die Kommentare. Und wie viel gebt ihr in der Woche aus? Und wie viele Personen seid ihr? Also wir sind ja 4 Personen und ich gebe so im Durchschnitt immer so, ja, um die 60-70 € aus, je nachdem, was gekauft worden ist. Ich meine, diese Woche war ein guter Einkauf, aber wir hatten jetzt auch noch ein paar Sachen da. Kaffee allein schon für 4,69 € mit. Oder auch so Sachen, wo jetzt nicht immer mitkommen, kamen auch jetzt diesmal ein paar mit. Aber so im Durchschnitt haben wir, oder die Kindermilch kostet ja auch 3,45 €. Im Durchschnitt haben wir immer so zwischen 60 und 70 € für unseren Wocheneinkauf. Schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, was gebt ihr so ungefähr in der Woche aus? Wie viele Personen seid ihr? Und wo kauft ihr ein? Und soll ich vielleicht auch mal woanders einkaufen? In einem anderen Laden wie Lidl, Aldi, Netto, Penny, was gibt's noch? Rewe, Edeka. Würde euch das mal interessieren, wie das dann aussehen würde? Wie viel ich dann zahlen würde? Schreibt es doch einfach mal in die Kommentare unten und dann beende ich dieses Video. Ich hoffe, euch hat der Food Haul gefallen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich riesig freuen und ein kostenloses Abo nicht vergessen, weil ich habe viel zu viele Klicks und wie ich gesehen habe, viel zu viele Leute haben mich gar nicht abonniert. Hallo? So verpasst ihr einfach kein Video mehr. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!